Da sind wir wieder. Zurück bei Luigi's Mansion 3. In der Wüste, wo wir letztes Mal ja noch alles aufgesaugt haben. Deswegen brauchen wir das hoffentlich jetzt nicht machen. Außer wir brauchen den Buhkopf, wo der liegt da drüben. Was für ein Buhkopf? Und diese Buh. Achso. Aber wir gucken erstmal zur Tür, weil da geht's jetzt weiter. Ich schon schnell den Buhkopf mitnehmen müssen. Stimmt. Du hast irgendwas gemacht. Nee. Achso, ich kann nicht runter ohne dich. Wow. Oh. Ich hab den Schalter gefunden. Wovor erschreckst du dich schon wieder? Na ja, über die Flammen geht. Jetzt habe ich alle wieder ausgemacht. Wieso kann ich euch nicht einsaugen? Kommt her. Da ist erstmal was zum Licht. Ja, damit konnte ich die Palme gerade so wieder bringen. So, wie schon gemacht. Ja, komm. Ah, ja, okay. Warte. Aber. Achso. Ja. Ich dachte, wenn die so weit unten ist, kann ich die einsaugen, aber. Die wedelt aber nur. Was machst du schon wieder? Leopatra. Aufwecken. Ja, und tschüss. Und ich weiß noch nicht mal, wer dich mit aufsaugt. Ja, und tschüss. Ich hab das Gefühl, wir haben 3 Etagen. Erstmal möchte Professor hier was hin. Ach nee. Ja, das ist nur damit dafür gemacht, dass du hier nicht dich einfach über Professor Igitt raus teleportierst. Aua, Schlange. Ich sehe eh nicht so viel, weil wenn du dich hin teleportierst, kommst du ja sowieso nur bei hier da wieder raus, wo du herkommst. Wir waren da doch gar nicht fertig. Das könnte ein Problem sein. Das klang eher nach einer Lösung. Ah. Ja, das ist unsere Treppe. Nein, wir haben hier einfach zu viel Sand weggesaugt, deswegen kommt da Sand nach. Wir müssen ihn quasi da wieder hinpusten. So wie draußen. Guck mal, kannst du schon? Mal weiter, ich hänge hier irgendwie. Gott. Geh du mal, ich glaube, ich komme nicht. Voll Spinne.
Wenn das Ding zugeht, bist du matt. Da steht aber ein X, ich befürchte, ich muss da rein. Glück gehabt. Ich habe das Gefühl, wir müssen dahin. Das ist eine Tür, echt? Mein Gott, da werde ich nie drauf kommen. Ich glaube, der rumpfelt sich einfach langsam ins Land. Eine Batroschka oder was? Sieht so aus. Ach, das ist ein Juwelenquest. Das ist die Suche. Der Blitz der Zukunft. Wo haben wir schon probiert? Schlange, ja. Von draußen? Okay. Willst du da gleich erstmal durch die Tür gehen, oder? Wir sorgen hier erstmal und dann gucken wir da. Die Statue sieht komisch aus, ne? Ja. Irgendwie X drücken, weil der kannst du nicht. Ja. Was hast du gemacht? Du warst da. Das war ein Buch. Das ist so ein Henker. Ich würde sowas nie tun. Ich könnte mir vorstellen, dass das was mit der Statue zu tun hat. Guck, das warst du. Ich mache nämlich gar nichts, außer gleich Blattgewalt zu machen. Ich habe hier irgendwas gefunden. Ah, ein Klo. So. Ich würde sagen, der Flug kommt einfach automatisch nach einer gewissen Zeit. Und da kommt gleich die Kugel. Die Luft hin. Die Luft an. Drück du mal hier die Kloschüssel. Okay, bei dir passiert auch nichts. Da ist ein Klo. Das warst jetzt aber du. Ja. Hier hast du den Platten. Ist ja rum, geht zum Unfall. Ja, ich hatte dem eigentlich. So sieht's aus. Nee, ich hatte dem eine Vase am Kopf geknallt. Aber es gibt hier keine Vase mehr. Oh. Was machst du? Du hast mich jetzt zweimal von ihm abgehalten. Tun mich auch von ihm.
Oh, das scheint ein seltener Boss zu sein. Ja, schon bewusst, dass wenn du mich blitzt, während ich die dran hänge, die dann weg sind. Ja. Also der linke Bug geht innen durch, ne? Der rechte Bug geht außen durch. Ich konzentriere mich jetzt eher erstmal auf Mr. Geist. So, jetzt kannst du dir eine Tour aussuchen, die linke oder die rechte. Ich weiß noch mal nichts. Mein Schatz. Ich hab hier irgendwie was. Gerümpel. Nee, gerümpel. Ich hab das Gefühl, es muss das richtige Gewicht sein. Mhm. Das heißt weniger. Wir müssen auf das Krokodil. Wo weißt du das? Weil das über dem Funkelding da, da das Zeichen ist da. Das ist dann quasi das. Oh, wenn ich hier diese Phase mal richtig benutzen könnte, nein, das ist noch zu wenig, das ist mir klar. Ich würde sagen, hier eine Vase auf alle Fälle, aber die kann ich nicht richtig steuern. Ja, die Vasen sind ja eigentlich so. Ja, das sind aber spezielle Vasen. Zwei von den Dingern hattest du nämlich schon, das hat nicht ausgereicht, deswegen brauchst du noch eine Vase. Sag ich ja. Weil drei von den Dingern waren zu viele. Die Basen ganz kaputt. Okay. Ja, oh. Ach so, warte mal. Muss ich mich da vielleicht draufstellen? Nee. Ich kann Sand draufkippen. Es dürfen trotzdem jetzt erstmal nur zwei sein von den Dingern, die da drauf sind. Dann gib mal Sand.
ein bisschen mehr. Hast du davor auch mal was auf den Kopf gekriegt? Nee, aber auch du. Nee, aber auch du. Ich nicht, du hast immer was auf den Kopf gekriegt, auch vorher schon. Okay. Das wird dich aufgefallen, das war zu viel. War das nicht so? So. Indiana Jones Moment? Das Kamel. Dann musst du auf alle Fälle einen von den Dingern wieder raus. Bisschen mehr Sand. Ja, es reicht. Boah, weißt du, dass wir das denn jetzt brauchten? Das da. Ach so. Ja, aber. Das habe ich nicht gesehen, dass das so winzig ist und sich verändert. Ich würde sagen, das war ein bisschen zu viel. Ich kann so unter Zeitdruck gar nicht gut. Ja. Könnte die Decke bitte wieder gehen? No. Achso. Jetzt schließt sich das. Ah, schon fast okay. Ah, ich verstehe. Mehr gibt's ja nicht. Für die harte Arbeit. Die Räume sind nur dafür da, um das zu machen. Die Deckenschüttung ist auch so niedrig. Das geht mir gar nicht. Okay. Okay, okay, das Ding. Uns gehen. Und so die Decke auf den Kopf fällt. Nee, du kommst mehr. Ich? Und schon wieder. Hallo? Tada! Kann ich jetzt hier den letzten Goldmann? Da kann ich auch nicht das auch nicht einsaugen. Das ist mal die das. Ja, das Trampolin da. Gut, weiter. Achtung, Schlangen. Ich hab hier irgendwas Hartes. Aua. Ich hab Stein. Sag ich ja, ich hab hier irgendwas Hartes. Achso. Und
Die muss nur anblitzen. Wen? Die Schlange. Ich hab sie einfach aufgesaugt. Scheiße, noch kann ich was hier machen müssen. Ich vermute, dass es nichts Gutes. Boah. Ich hätte mich auch lieber erst an die Viecher hier getötet. Die kommen ja eh wieder. Nix. Sprich mit mir, was soll ich tun? Zu den Statuen hoch und die anklicken wahrscheinlich. Und so habe ich das gerade auch aktiviert. Also. Dritte Tür geben. Hier ist hier nichts, Alter. Ich will noch irgendwie groß Geld. Na gut. Ich nehme einen Samstag. Dann wahrscheinlich da hinten raus. Oder erst mal. Ja, den ich hier gerade hatte, war auch nicht. Ich bin's kaputt. Hat noch Ruf runter. Nee, du gehst schon klar, dass wir den Sand brauchen, oder?
Ja, später, dann ist das voll. Solange kann ich das hier erstmal noch sauber halten. Das müssen wir sicherlich irgendwann anblitzen. Ich saug dir erstmal ein, was da ist. Schluch. Ah. Ich hab da mal ein Auge gefunden. Das ist ja Papa nicht die Geduld. Du brauchst das. Das zusammen. Das sieht nicht gut aus für dich. Ich habe hier so ein Ding. Was mache ich denn damit? Einsaugen und dorthin schießen. Kann ich jetzt hier? Ich sehe es nicht. Hier nicht mehr. Also diese Steuerung. Okay, das passt doch nicht. Ne, die viereckigen musst du in die viereckigen machen und die runden in die runden. Du siehst hier, was viereckig und rund, ja, ist, aber nicht, wo das Ziel, Zielkreuz ist. Ja, das sieht man ja auch nicht. Das sehe ich fünfmal besser, als ob das hier eckig oder rund ist. Das siehst du auch, weil das grün und rot ist. Ja, nur dass die äußeren auch noch dreieckig sind. Die auch. Wenn wir so sehen. Die sind gelb. Einer fehlt noch, ne? Wir brauchen noch was Dreieckiges, ja. Hast du mal in die Kiste geguckt? Ja. Ich hab das Gefühl, du stirbst. Hinter dir. Die hat mehr Angst vor mir als ich vor ihr. Das glaubst du auch nur, du. Das ist nicht das echte Leben. Noch irgendein Symbol. Jetzt vielleicht erstmal der Tante den Arm schütteln müssen. Oder es kommt da vorne rein. Komm. Ich dachte, hier vorne so ausgesehen. Genau. Mhm. Alle Juwelen gefunden. Du machst natürlich wieder was kaputt. Nee, ich hab gar nichts gemacht. Jetzt kommen wir zu der Tante davor. Ich hoffe, dass wieder irgendwas Schlimmes passiert. Ich
damit endet die Folge. Genau. Haben wir den Ausgang nach oben wieder gefunden, hoffentlich. Aber da gehen wir zur nächsten Folge weiter. Ich kann hier eh nicht raus. Ich bin hier gefangen. Hilfe!